Geschäftsmöglichkeiten, um halt online Geld zu verdienen. Oh yeah! Und die Übernahme von Aufgaben, die uns den Alltag erleichtern können, während andere auf die Gefahren von KI hinweisen, wie zum Beispiel Elon Musk. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Oder auch viele Menschen da draußen im Allgemeinen Hysterie ausbrechen und dann sich so Filme wie Terminator wieder zurück in den Kopf holen, wo halt dann die KI den Menschen komplett überlegen ist, eventuell auch noch ausrottet, weil sie glauben, wir Menschen sind hier der Parasit auf Erden und wir müssen halt beseitigt werden. Also hier diese Panik. Ist künstliche Intelligenz wirklich uns Menschen überlegen? Ich würde sagen, nein. Und bitte lass es mir jetzt hier ausführlich erklären. Künstliche Intelligenzen sind schon lange ein Teil unseres Lebens, nur ist es halt vielen nicht so richtig bewusst gewesen. Und dieser momentane Hype beruht einfach aus der Tatsache, dass halt jetzt solche Tools der Masse zugänglich gemacht worden sind, wie zum Beispiel ChatGPT von OpenAI. Künstliche Intelligenzen, mit denen man zum Beispiel Bilder generieren kann und die auch wirklich sehr gut sein können. Also zum Beispiel bei ChatGPT kann man sich in Sekundenschnelle sich ein Skript rausschreiben lassen, hier schnelle Recherche machen und der schreibt dir in wenigen Sekunden das alles schön runter. So spare ich mir zum Beispiel auch als Creator sehr viel Zeit, die ich dann in andere Sachen zum Beispiel investieren kann. Also die künstliche Intelligenz ist halt sehr gut, wenn es halt drauf ankommt, logische Operatoren durchzuführen, rationale Sachen abzuwägen oder wie man es zum Beispiel kennt, wenn man halt einen Datenbankabruf macht und da halt die gezielten Fragen stellt und dann hier eventuell auch noch zusammengefasst kurze Skripte oder Informationen halt von der künstlichen Intelligenz bekommt. Da ist sie wirklich sehr gut. Also die KIs können solche Operationen in wenigen Sekunden durchführen, was halt für uns Menschen eher ungewohnt ist. Und das hat für mich zum Beispiel folgende Gründe. Der Lebensstil unserer zivilisierten Gesellschaft spielt hier eine wichtige Rolle, vor allem der Ernährung bzw. das Essen von Zivilisationskost und Industriekost, welche verheerende Folgen für unsere Gesundheit und auch für unseren Körper haben. Du bist, was du isst, und bei diesem Spruch ist halt sehr viel Wahres mit dabei. Und das, was wir in unserem Verdauungstrakt reinschieben, beeinflusst einerseits unseren Darm und dieser schickt auch Signale an unser Gehirn. Und das sind sich viele nicht bewusst, wie stark die Beeinflussung vom Darm zum Gehirn ist, denn die Kommunikation von Darm und Hirn, wenn man das in Verhältnis setzt, ist 90 zu 10. Das heißt, der Darm sendet 90% der Information an das Hirn und das Hirn nur 10% der gesamten Kommunikation zwischen den beiden Komponenten zurück. Das enterische Nervensystem im Darm sorgt einfach dafür, dass halt hier die Vorgänge autonom ablaufen, also die Verdauung, die Ausscheidung und so weiter, auch die Assimilierung von Nährstoffen zum Beispiel. So ist es halt möglich, dass du keinen Gedanken damit verschwenden musst, dass halt die Verdauung optimal funktioniert, denn sie läuft automatisch ab. Das Darmgehirn beeinflusst auch die Schaltzentrale hier oben und sorgt zum Beispiel für die Produktion von Neurotransmittern wie zum Beispiel Serotonin, hat auch Signale, die unsere Emotionen aufbessern können. Unser Dopaminspiegel kann auch dadurch mit aufgebessert werden, beziehungsweise auch andere Glückshormone können dadurch ausgestoßen werden, hängt einfach damit zusammen, was wir zu uns nehmen. An dem Punkt kann jeder mal sein Essverhalten hinterfragen, wenn er zum Beispiel mal nach einer größeren Mahlzeit schlapp und ausgelaugt fühlt und man hier wieder auf dem Sofa Nickerchen machen muss, also sozusagen eine Pause vom Essen, weil das sollte normalerweise nicht sein. Kommen wir auch hier wieder zur Ernährung, speziell zu der, die ich mache, die Rohkostreinigung bzw. die schleimfreie Rohkost. Der Grund, warum ich von tierischen Produkten wie zum Beispiel Fleisch abrate, ist, dass wenn das Tier getötet wird, es sofort mit der Verwesung beginnt, das heißt, diese Fäulnisbakterien beginnen mit der Zersetzung. Und wenn wir dann diese tierischen Produkte dann auch zu uns nehmen, dann kommen diese Fäulnisbakterien bei uns in den Darm an. Die Aufgabe dieser Fäulnisbakterien ist, Zellstrukturen aufzulösen. Und das werden sie dann auch bei uns in dem Darm mit übernehmen und verursachen dann auch hier nochmal zusätzlichen Mitschaden. Das ganze Verfahren an sich ist ein stinkendes Verfahren, wo halt hier Gase mit ausgeschieden werden, die halt unseren Körper mit zusätzlich belasten. Zusätzlich kommt noch dazu, dass die wenigsten Menschen sich ja qualitativ hochwertiges Fleisch besorgen, in einem meisten Sachen von der Massentierhaltung, die auch mit Medikamenten vollgepumpt sind. Und die bringen halt auch das Mikrobiom wieder komplett durcheinander, zerstören es auch. Und das hat auch im Allgemeinen den Punkt sehr wichtig, dass wir halt unser Mikrobiom am Leben halten, weil das halt hier zusätzlich dafür verantwortlich ist, dass unser Körper auch im Allgemeinen gesund ist. Und wenn der Darm gesund ist, dann können auch hier positive und gute Signale auch ans Hirn mitgesendet werden. Von daher ist es auch wichtig, das Maß beim Essen zu halten, regelmäßig auch zu fasten, den Darm auch mal zu entleeren, den Magen zu entleeren, um dem auch hier mal zum Beispiel mit Intervallfasten einfach mal eine Verdauungspause zu geben, damit er hier mal ein bisschen aufatmen und aufräumen kann. Für eine
optimale Verdauung spielt auch Bewegung eine sehr wichtige Rolle und das ist halt auch sehr eine große Mangelware bei uns in der Gesellschaft, dass die Leute sich einfach viel zu wenig bewegen. Von daher Cardio ist sehr gut, Krafttraining, Mannschaftssport, Kampfkunst, irgendwas, wo man halt einfach hier die Bauchmuskeln und den Darm mit antreibt, damit halt hier dieser auch in Bewegung bleibt. Zusätzlich werden da auch hier wieder Glückshormone mit ausgeschieden und wenn man auch genug trainiert oder auch Kraftsport macht, werden auch hier Neurotransmitter mit ausgeschieden, zum Beispiel das BDNF, was halt auch mal zusätzlich mit dafür verantwortlich sind, dass halt hier unsere Neuronen im Gehirn mit geschützt werden. Das Fasten sorgt auch dafür, dass dieser Botenstoff mit ausgeschieden werden. Also das heißt Fasten oder Intervallfasten, Ernährung und auch die Bewegung helfen uns dabei, kognitive Fähigkeiten zu entwickeln. Ernährung abgehakt, Hinweis, dass man vegan leben soll, abgehakt, Fasten abgehakt und Bewegung abgehakt. Was fehlt denn da noch? Ach ja, die Schule. Leider ist unser Schulsystem veraltet und kommt aus einer Zeit um Preußen herum. Und in der Zeit wollte man einfach nur Soldaten haben, die halt einfach hier den Krieg zum Beispiel ziehen. Man wollte jetzt nicht halt den Menschen halt haben, der Tatbestände hinterfragt, sich weiterentwickelt und hier auch kognitive Leistungen erbringt. Also einfach nur Sachen annehmen, auswendig lernen und Befehle ausführen. Das hat die Konsequenz, dass uns das gehirngerechte Lernen bzw. dass das Lernen uns eigentlich Spaß macht, ausgetrieben wird. Also als ich noch die Schule und die Uni besuchte, sah der Alltag bei den meisten einfach nur nach Bulimie-Lernen aus. Zwei, drei Tage vorher einfach mal irgendwelche Sachen auswendig lernen, rauskotzen für die Prüfung, für die Klausur und dann auch alles wieder vergessen. Eigentlich ist Lernen ja geil und als wir noch jung waren, 6, 7 Jahre alt, dass die Kleinen im Entdeckergeist haben. Also die freuen sich, neue Sachen zu lernen, etwas kennenzulernen, hier Spaß haben, also während dem Spielen etwas Neues zu lernen, wenn sie mit anderen in Kommunikation treten und da, wo sie auch wirklich Interesse haben. Schaut man sich das jetzige Schulsystem an, dann geht man in trostlose Räume ran, starrt auf eine Tafel, schreibt irgendwas ab. Die meisten haben keine Lust, irgendwas das sich anzueignen, zum Beispiel bei Mathe. Ist bei den meisten, wenn du dann Richtung 11., 12. Klasse geht, Abitur, schalten die meisten sowieso schon ab, weil ist halt zu abstrakt und hat auch keinen richtigen Bezug fürs Leben. Und genau das ist halt auch das Problem. Wir müssen halt auch wieder diesen Entdeckergeist wieder bei uns wecken, dass er das Lernen einfach wieder Spaß macht und hier uns auch freuen, was weiter zu lernen. Und da hilft uns halt auch, einfach mal zum Beispiel einen Dopamin-Detox zu machen von Social Media, dass wir uns halt wirklich mal 2, 3 Stunden auf Sachen fokussieren können. Weil so, ich bin ja sehr viel mit Social Media unterwegs, dass halt dann die Leute eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne haben, immer wieder neue Effekte, Einblendungen haben müssen und immer wieder diesen neuen Kick bekommen, damit die halt dranbleiben und sich halt längere Vorträge nicht wachsam anhören können. Folgender Punkt kritisiert so ein bisschen unsere hektische Gesellschaft von heute, wo die Leute einfach unter chronischem Dauerstress stehen. Das heißt, hier auch wieder den Stress runterbringen, das Abbauen, eventuell meditieren, Yoga machen, Qigong-Übungen, Waldbaden machen und so, einfach um seinen Stresslevel weiter runter zu kommen, mal vielleicht von der Arbeit abschalten oder von unliebsamen Sachen sich Sachen widmen, die einen ein Lächeln ins Gesicht bringen, dass man halt hier auch den Körper leistungsfähiger hält, denn Stress ist Gift, genauso wie zu viele negative Gedanken. Viele Menschen assoziieren auch Intelligenz einfach nur, wie gut man zum Beispiel im Kopf irgendwelche Aufgaben lösen kann, vergessen aber dabei auch die anderen Intelligenzen. Also zum Beispiel das Bauchgefühl, dann hören ja viele Leute auf ihr Bauchgefühl. Und das kann man ja zum Beispiel rational einfach gar nicht erklären. Das ist einfach nur so, dass sich im Körper etwas zusammenzieht und aufgrund von diesem Bauchgefühl Entscheidungen getroffen werden, die in dem Zeitpunkt auch einfach das Richtige ist, wo man einfach hier im Fluss geht. Und das ist halt das Problem bei sehr vielen Menschen, dass sie halt zu verkopft sind, zu sehr die Sachen zerdenken und dann wenig auf ihr Bauchgefühl, aber auch auf ihr Herz hören. Viele Menschen verbinden mit dem Herzen die Intuition und hören halt auch darauf. Ich sehe auch zusätzlich neben der Intuition auch das Herz als Punkt der Schöpferkraft. Da gibt es ja zum Beispiel diese eine Geschichte, glaube ich, aus Japan, dass wenn man stirbt, man um 21 Gramm leichter wird. Diese drei Komponenten machen für mich diese Gesamtintelligenz eines Menschen aus. Also Bauchgefühl, Intuition und auch Kopf, damit die in eine Harmonie kommen und auch hier sein Leben auch in den Fluss bringt. Und dann kommen auch noch zusätzlich so negative Glaubenssätze und Programmierungen, die wir uns einfach ablegen müssen. Also als Beispiel, kennt ja jeder, wenn er jetzt mit irgendetwas anfangen möchte oder schwierigen Aufgaben bewerkstelligen kann, dann kommen solche Aussagen wie, ich kann das nicht oder es ist zu anstrengend oder es ist zu schwer
und dann fängt man gar nicht erst an, diese Sachen zu machen. Man macht sich kleiner, als man eigentlich ist und geht irgendwelchen Konstrukten und Glaubenssätzen nach und hinterfragt die auch gar nicht. Das ist auch ein Grund, warum ich sage, dass der Mensch im Grunde der KI überlegen ist, wenn er halt hier geübt ist und die nötigen Voraussetzungen schafft. Und das benötigt halt sehr viel Geduld, Übung und auch Disziplin über mehrere Jahrzehnte hinweg. Ich bin bereits auf dem Weg. Ich werde es auch selbst testen, werde es auch weiterhin hier so dokumentieren. Ich bleibe an diesem Statement dran. Schaue, wie sich das Ganze entwickelt und tue mich nicht von vornherein sagen, wird es ja sowieso nichts, die KI sind besser und mich einfach schlecht reden. Wenn man sich die heutigen Menschen so anschaut, dann und hier auch sehr viele Fehlschlüsse hat in Sachen der Wissenschaft, zum Beispiel bei mir hier das Gegenteilbeispiel mit der Rohkostreinigung, dass halt hier sehr viele Fehlschlüsse gemacht werden. Und wenn schon die Daten falsch interpretiert werden, beziehungsweise auch die Informationen, dann hat halt die KI das in ihrer Datenbank und wird dann auf diesen falschen Tatsachen beruhend weitere falsche Ausführungen tätigen. Also wenn das Fundament schon falsch ist und bröckelig ist, dann wird auch oben das Haus nicht richtig stehen. Und zum Schluss für die Leute, die noch Angst haben, dass sie jetzt hier ihren Job verlieren oder arbeitslos werden. Ja, KI wird sehr viel Arbeitslosigkeit verursachen, habt aber auch hier keine Angst, nutzt das als Chance für die Selbstentwicklung. Auch ich nutze jetzt künstliche Intelligenz für mein Permakulturprojekt, um hier auch Aufgaben zu erleichtern. Natürlich zum Beispiel für einen Grafikdesigner ist es halt ein bisschen blöd, aber man muss sich halt den Gegebenheiten anpassen, hier dran wachsen und halt neue Chancen und Möglichkeiten sehen. Das mache ich ja in meinem Projekt hier genauso und mir geht es wahrscheinlich bei weitem schlechter als die meisten. Also es können sich sehr viele nicht vorstellen, in welcher Situation ich auch bin und würden sich auch sehr viele an die Stirn klatschen. Von daher spaßigen Konkurrenz haben und euch selbst entwickeln im Grunde von KI und sich halt hier auf den nächsten Potenzial oder eine nächstbeste Ebene von seiner selbst zu bringen.